Kamera. Da. Hi Leute und willkommen zum nächsten Family Unboxing mit Dietlit und Milan. Ja, kommt jetzt wahrscheinlich ein bisschen später als die Vegan Box, also als das Video sonst immer rauskommt. Was aber daran liegt, dass wir immer irgendwie alle Zeit haben müssen. Ne? Ne? Okay. Wir haben ja alle Termine. Genau. Der Kleine hat ganz besonders viele Termine. Den ganzen Tag. Dietlin, siehst du dir gerne vor. Ach ja. Freiwillig natürlich. Ja, ganz freiwillig. Ich sehe schon was. Hier ist Eis drin. Das Eis drin? Das ist ja auch nicht geschmolzen. Das ist doof, weil wir haben jetzt, das ist ganz lange jetzt rumliegen. Direkt aus der Packung zum Selbsteinfrieren. Hier ist wieder. Das ist alles gut. Wie schön. Ach, toll. Spoiler schon vorher. Vegane Holzwolle, Ist toll? Ja, Mina hat schon mal Spaß. Ja, die tun wir im Garten. Hm? Die Erdbeeren. Jetzt bin ich hier vollgekommen. Okay, ich fange mal ganz oben an. Mensch, das ist super. Pfirsich-Maracuja-Haferbrei. Ja, das ist was für Mina. Ohne Zuckerzusatz, das ist was für Mina. Porridge. Haferflocken, Trockenfrüchte, Pfirsich, Kokosraspel, Maracuja-Fruchtzubereitung. Ja, das war's schon. Porridge, Pfirsich, Maracuja-Haferbrei. Ist auch bio und glutenfrei. Glutenfrei auch, guck. Fruchtiges Porridge mit der süß-sauren Note von Pfirsichen und Maracuja ohne Zuckerzusatz. Für einen besonders guten Start in den Tag am besten warm genießen. Getreideprodukte dürfen bei einem hochwertigen und gut bekömmlichen Frühstück nicht fehlen. In Kombination mit leckeren Früchten und knackigen Nüssen ist Hafer eine ideale Basis für ein warmes Frühstück oder als schneller Energiespender für zwischendurch, sagt Rosengarten. Sagt Rosengarten, 500 Gramm kostet 4,99 Euro. Na, das ist stolz. Ja, ich glaube, das ist echt für Situationen, wo man es eilig hat. Also wir kochen ja für ihn auch immer Haferbrei mit frischen Äpfeln, Banane, Haferflocken. Mango. Ja, ja, Haferbrei halt. Haferbrei, ja. oder anderen Früchten halt. Das geht auch schnell, ne? Und pürieren das dann. Hier muss man halt einfach nur alles in den Topf geben. Und dann tippt den Tisch wieder weg. Ich wusste nicht, dass Hafer glutenfrei ist. Hafer ist glutenfrei? Mir steht glutenfrei. Oh. Ich bin, also... Ich hätte nicht reagiert. Das würde ich aber nochmal nachrecherchieren, ob das stimmt. Also vielleicht haben die das ja... Steht das da drauf? Rausge... Dings. Ich finde Eiweiß 10 Gramm, aber... Auf der Packung steht das nicht, ne? Oder wohl. Ohne Zuckerzusatz. Warm, Zubereitung so und so. Mindestens haltbar, kühl und trocken. Nee, hier steht es nicht drauf. Also da muss man aufpassen, das steht hier auf dem Zettel drauf, glutenfrei. Das hatte ich schon mal mit einer anderen Packung, da stand dann drauf Bio und da war es gar nicht Bio. Also Hafer ist nicht glutenfrei. Da sind die mal ganz schön schnell, glaube ich, mit dem Schreiben. Da haben sie es gut gemeint. Ja. So, glutenfreier Haferbrei. Das war was ganz Neues. War was ganz Neues. Okay, aber wenn man es eilig hat. So. Kriegst du, ne? Ja, größtenteils wahrscheinlich. So. Dann habe ich hier ein Bahia Beach Power Curry Ananas Kokoscreme. Beach Power? Von Diana. Die Kraft des Strandes. Des Strandes. Achso, soll ich die Zutaten vorlesen? Kokosmilch, ja. Apfelsaft, Trinkwasser, Linsen, Ananas, Ananassaft, Zwiebeln, Reismehl, Apfelessig, Sonnenblumenöl, Äpfel, Rohrohrzucker, Zitronensaft. Ja. Curry, Meersalz, Senf. Ja. Also ist ein Aufstrich quasi. Von Viana steht das da? Lass mich gucken. Ach, Edelcreme steht hier. Edelcreme? Edelcreme, hier steht auch glutenfrei und auch bio. Ist diesmal wirklich glutenfrei, glaube ich. Ja. Raffiniertes für deine Brotzeit. Oh, das ist ein neues Produkt. Viana stellt überraschende Zutaten zusammen und vergreift sich auch an traditioneller Creme aus dem Nahen und Fernen Osten, um sie angriffslustig neu zu kombinieren. Locker leicht, aber auch herzhaft stückig. Vereint zu einem guten Stück kulinarischem Luxus für deine Brotzeit. Das muss man testen. Ja, wollen wir auch probieren? Ja. Da ist eigentlich kein Zucker drin, ne? Nö.
Frucht halt. Kokosmilch und Linsen. Ich will sogar auch kosten, wenn er. Na. Das ist ja gerade, ne? Dass du gut zur Frucht regelt hast, Mila. Hm? Stimmt. Ist auch Frucht drin. Oh Gott, fest. Ja, ist fest. Aber vielleicht auch nur oben. Hier war ganz schön stückig. Was sagst du? Es schmeckt nach Linse und Ananas. Haben Sie recht. Also, ich glaube, da bin ich jetzt nicht die richtige Person, das zu testen, weil Curry bin ich nicht so der Fan von. Und Ananas, besonders gekochte Ananas in solcher Form, ja, ist auch nicht so wirklich meins. Deswegen, meins ist es nicht. Also. Es ist süß. Und schmeckt nach Linse. Was sagst du, Mina? Angriffslustig neu kombiniert. Ich würde ja sagen, wir nehmen uns mal Linsen, Ananas und Curry. Ja. Und kochen daraus einen Linsen. Machen das selber? Anders. Ja, selber machen kann man das meiste natürlich. Aber gut, wenn man mal nicht selber machen will. Und Ananas und Curry und Linsen mag. Kann man es essen. Ich meine, gekaufte Aufstriche sind ja auch meistens dafür, dass du sie einfach schnell hast und nicht wie groß die Küche einsaugen musst und so weiter. Sonst könnte man alles selber machen, was man so kaufen kann. Also passt alles. Mir schmeckt das besser als die Hefeaufstriche bisher. Ja, schon, das ist, ja, da bin ich Fan von, aber geht dann nicht so. Dann lieber sowas. Und übrigens, es kostet 2,49 Euro für 140 Gramm. Das war, glaube ich, das Glas. Ist das teuer? 2,49? 240, wie viel Gramm? 140. Ich weiß gar nicht, wie viel. Ich glaube, 100 Gramm sind in den kleinen Dosen drin, wenn ich mich jetzt nicht irre. Die kosten 1,99. Und das heißt, also für Bio ist es Bio, ne? Für Bio ist es normal. Also, wenn ihr es selbst machen wollt, ich würde ja Kokosöl empfehlen dafür, haben wir gerade. Das könnte man mal machen. Linsen, Kokosöl, Ananas, Curry. Oder ohne Curry. Könnte man mal machen. Könnten wir auch mal machen. Ist eine gute Idee. Gute Inspiration. Dankeschön. Soll ich das essen? Willst du das nicht haben? Du isst nur das Beste, ne? Da. Ja, da ist noch mehr drin, ne? Ja, nicht aufstehen. So. Ich habe hier getrocknete, wie heißen die? Physalis. Physalis. Taste Sensation. Halbe Physalis. Also getrocknete halbe Physalis. Das ist schon mal wieder verschließbar. Hier öffnen. Ja, Zutaten Physalis. Du kannst gleich probieren. Du musst da nicht aufstehen. Und bleib so mal sitzen. Mila kann die probieren. Du darfst die mal probieren, ja. Ja, dann mal. Ja, Peps. Halbe Physalis. Auch glutenfrei und vegan natürlich. Wer gerne gesund lebt und trotzdem nicht auf die eine oder andere Knabberei zwischendurch verzichten will, wird die getrockneten halben Physalis von Pex Food lieben. Wo kommen die eigentlich her, sagt? Magdeburg. Oh, guck mal, hier, aus dem Osten. Na, die Physalis kommen wahrscheinlich nicht aus Magdeburg. Frei von Zucker und anderen künstlichen Zusätzen, bieten die als Vitamin C Bomben bekannten Beeren den perfekten Snack für den kleinen Hunger. Was die Obststückchen so besonders macht, unter Vakuum. Halt! Also Milan, komm. Hier, du hast dein Teddy. Unter Vakuum wird die Frucht zuerst ausgedehnt und dann unter dem Einfluss von Wärme schonend entwässert. So ist das Obst lange haltbar, ideal für unterwegs oder aber in Müsli oder Joghurt. Oh, guck mal. Das kann man wirklich knabbern. Hab ich jetzt nicht erwartet. Das ist ja lecker. Und das ist sauer. Nicht so sauer, wie wenn die frisch sind, finde ich. Nee? Für mich ist es garantiert nichts. Nee, ist die sonst nicht. Das glaube ich auch. Also ich finde es ganz schön sauer. Knusprig. Oh. Also. Wie teuer war die Packung für 50 Gramm? 2,60 Euro. Oh ja, würde ich kaufen. Doch, ich glaube, das ist, wenn ich es mal sehen würde. So unterwegs und so weiter. Statt einen teuren Riegel, teure Physalis. Ja, teuer ist es jetzt nicht, ne, für so eine Packung. Ja, knapp, du isst dann ja so einmal, denk mal. Dafür, dass es Physalis ist. Und dass es so knusprig ist. Ist ja nicht so Chips. Ja, das stimmt.
Du stehst schon wieder und hier. Und hier Vitamin C-mäßig. Kann man empfehlen, ne? Ja. So, Kind, was mit dir? Kannst du nicht mal still sitzen? Nein. Ist der Riegel schon weg? So, ich habe noch ein Glas. Chayam. Thailändische Erdnusssoße. Ist wie eine Soße. Erdnusssoße. Die gab es in Holland. Also so Erdnusssoße macht man ja eigentlich ganz einfach allein. Ne? Einfach Tahin, Sojasahne würde ich jetzt machen. Irgendwie. Kokosmilch. Mit Erdnuss? Quatsch. Erdnussmus. Ja. Ich habe mich gewundert. Ich mache meine Erdnusssoße immer mit Tahin. Kokosmilch, Erdnüsse, geröstet, Wasser, Sonnenblumenöl, Zwiebeln, Sojasauce, Zitronensaft, Branntweinessig, Rohrzucker, Meersalz, Gewürze, Chili, Ingwer, Knoblauch, Kumin, Koriander, Pfeffer und Johannesbrot, Kamel. Chayam, ich habe das noch nicht gesehen hier. Mit milder Sojanote für die asiatische Küche, zu Reis, gebratenem Gemüse, Tofu und Fleisch oder als Dip. Dip mit 2 P? Na, warm und kalt ein Genuss. Wird mit einem P geschrieben, ne? Dip? Ja. Ja. Ich finde jedes Mal die Rechtschreibfehler auf den Zettel. Auf den. Ach, das ist dann mit 2 P, ja? Ja. Ja, ja. Von Eisblümern, ist das richtig? Auch glutenfrei? Hallo! Auch Bio. Die ideale thailändische Erdnusssoße für die asiatische Küche mit milder Sojanote, feinen Gewürzen und cremiger Kokosnote. Spannend. Zu Reis, gebratenem Gemüse und Tofu. Warm und kalt ein Genuss. Heiß als Soße zu Nudeln, Reis oder Gemüse. Ideal, aber auch als Dip oder Grundlage für Salatdressings. Im Sommer auch sehr gut zum Marinieren von Grillgut geeignet. Mhm. Zum Marinieren? Ja. Brennt das nicht an, wenn es auf dem Grill liegt? Anscheinend nicht. Steht hier drauf. Also, Grillfreunde, gleich ausprobieren. Kostet 4,99 € die Flasche. Ist ein Viertel Liter. 4,99 €? Ja. Das sind die Edelsachen hier in der Box. 15% Erdnussanteil. Ja. Dann auch lieber Ketchup. Nein, mal Spaß. Wir haben noch nicht probiert. Ich noch nichts. Kommt mit dem Löffel nicht rein. Ist schon durchgefallen, ne? Schon durchgefallen. Kann man gar nicht. Löffel nicht rein. Wie das Riegel ist. Hier, lass mich testen. Ja, thailändisch. Mhm. Trau ich nicht? Naja, mach mal. Nee, für dich ist das nichts. Schon wieder nicht. Oh! Sagen wir so intensiv. Also die Erdnuss schmecke ich kaum. Doch, schmecke ich schon, aber es ist extrem scharf auf jeden Fall. Also als Soße kann ich mir das super vorstellen. Zum Marinieren kann ich mir das auch vorstellen, wenn ich nicht anwende. Erdnuss? Das wird schwarz werden, würde ich sagen. Das müsste man testen. Es ist scharf. Ja, auf jeden Fall scharf, aber für alle Thai-Freunde oder für alle Freunde von überhaupt scharfen Soßen wäre das mal eine Idee. Der Preis ist halt gepfeffert, muss man sagen. Gepfeffert wie das? Wie die Soße. Ja. Aber es ist schon mal was anderes, ne? Es ist auf jeden Fall was anderes als halt immer ein Ketchup oder... Oder was ich Barbecue-Sauce oder genau. Also ich kann mir das lecker zu so einem Tofu-Spieß vorstellen. Tofu-Sesam-Spieß mit der Soße? Zum Rübermachen später? Ja, auf jeden Fall. Ja, und dann asiatisches Gemüse dazu würde ich essen. Kokosmilch, Erdnüsse, Wasser, Öl, Zwiebeln, Sojasauce. Was denn? Ich bin ja hier, ne? Fraktion selber machen. Ich will gleich mal raus. Der rosa Reis der Liebenden. Oh, je. Heiner? Ja, guck mal. Ich hab dich auch lieben, ja. Was denn? Da steht was vom Wedding. Das schneide ich auf jeden Fall raus. Zumindest. Zutaten. Basmati-Reis, 91,6%. Schwarzer Naturreis, 8%. Essenzen aus Rüben, Orangen und chinesischen Sanddorn. Also, mal abgesehen von den beiden, von dem schwarzen Reis und dem chinesischen Sanddorn, ich würde einfach Basmati-Reis kochen, den mit rote Beete oder so einfärben, also mit pürierter rote Beete einfärben
und da hätte ich meinen roten Reis. Und Orangenschale könnte ich auch noch so reiben. Ja, aber auf die Idee musst du kommen, ne? Auf die Idee muss ich natürlich kommen, aber ich meine an sich... Ja, egal, lies mal vor. Also dieser rosa Reis der Liebenden führt auf eine altindische Legende zurück, die von der Liebe eines Maharaja-Sohnes zu einem Bauernmädchen erzählt. Sie erinnert an eine farbenfrohe Bollywood-Hochzeit und soll Glück, Liebe und Lebensfreude assoziieren. Heiner, das ist Reis zum Streuen für die Hochzeit. Mal rosa statt Reis. Da komm ich lieber Basmati-Reis. Na, es geht noch weiter. Dieser indischen Basmati-Spezialität verleiht die intensive pinke Farbe einen besonders dekorativen Charakter, der beim Anrichten zur Kreation wahrer Kunstwerke verführt. In dem leichtkörnigen Bioprodukt steckt jedoch noch viel mehr als das auffällige Äußere. Denn die Aromen der fruchtigen Orangenessenzen und die Säuren des chinesischen Sanddorns sorgen für einen einzigartigen Geschmack. Ich glaube, das kann man nur ausprobieren. Ja. Kann man schwer was zu sagen, das klingt gut. So, jetzt der Preis. 300 Gramm kostet 4,49 €. Ist edel. Ist edel und Bio auch. Okay, na gut. Da brauchen wir mal festlichen Anlass, dann gibt es bei uns mal rosa Reis. Mit Special Aroma. Echt, ich wollte es auch nicht als Video probieren. Ja, auch gut. Dann machen wir ein festliches Video. Ein festliches Video machen wir. Okay. Go ja. Home. Ah nee, Go and Home. Go and Home kommt. Ah ja, ich sehe schon. Ach, Cosmetics. Care and Body Wash. Green Citrus. So eine kleine Tube, also... Lohnt ja kaum nicht. Hauft man und dann ist sie schon halb leer nach zweimal durch. Ist das eine Probe? Ist das eine Probe? Weiß ich nicht. Nee. Reisegröße heißt das. Ach so, Reisegröße. Ich für 1,99 €. Reisegröße immer bescheuert. Ja, Bio- und Naturkosmetik. Go and Home Hair and Body Wash. Basiert auf Tiroler Bergquellwasser und hat einen extrem hohen Anteil an waschaktiven Substanzen, Zuckertenside. Daher reinigt es besonders gründlich. Trotzdem ist das Hair and Body Wash zur täglichen Pflege bestens geeignet und äußerst mild und schonend. Hochwertig, authentisch, handlich und unisex. Für uns beide. Also Haar und Körper? Ganz Zitrone. Wenig, ein bisschen Zitrone, aber ganz, ganz sanft. Ne? Ganz sanft. Ja. Du hast feste Seifen. Ja, ich habe eh feste Seifen, von daher. Also es riecht dezent. Das ist noch ein Duschding. Das ist noch ein Duschding. Ja, wir sind beide jetzt nicht so Kosmetik-Freaks, ne? Kommt ja, vor allem, vor allem kann man das jetzt schwer sagen auch, ne, irgendwie. Ja, muss man testen, ne, wie so viel, ob das für die Haare genauso gut ist wie für den Körper. Ja. Hm? Aber es ist ja ein tolles Babyspielzeug. Ja, ein super Babyspielzeug. Ja. Ist eigentlich alles, nee. Ah, nee, da kommt was raus. Auch so nicht. Dann mach ich die zu. So. Da. Tube. Tube. Ja, wir haben hier von Tropitai 100% Bio-Kokosmus, also Kokosnussmus. Ja, 100% Bio-Kokosnussfleisch, fein vermahlen, schnittfest im Block. Zum Kochen für Smoothies, Shakes, zur Zubereitung von Brotaufstrichen und kreativen Köstlichkeiten. Nach dem Öffnen gut verschlossen, kühl lagern und innerhalb von 3 Tagen verbrauchen. Oh, okay, gut zu wissen. Tropitai, Kokosnussmus. Auch Bio, auch glutenfrei. Ein reines Naturprodukt aus fein vermahlenem Kokosnussfleisch. Ohne Zusatzstoffe, nicht raffiniert, nicht gebleicht, nicht gehärtet. Frei von Konservierungsstoffen, aromatisch und vielseitig. Schnittfest im Block lässt es sich gut portionieren und stellt eine Bereicherung für kalte und warme Speisen dar. Es ist ideal zur Zubereitung von Brotaufstrichen, Smoothies und Shakes, Wokgerichten und anderen familiären Kreationen. Also, Heiner, für dich zum Kochen? Ja. Wenn du mal nicht Kokosöl benutzen willst. Nur das ist ja Kokosmus, ne? Das ist eher für Soßen und sowas gedacht. Schmeckt dann wahrscheinlich für Suppen. Es ist sehr, sehr viel intensiver. Ist das. Hast du das mal probiert? Ich kenne jetzt nicht die Firma, aber von der Arbeit kenne ich das. Oder die habe ich auch gehabt von Dr. Görg. Also man kann damit richtig smoothige, warme Soßen machen und in Smoothies habe ich es ehrlich gesagt noch nicht probiert. Aber ist mal eine Idee, ne? Kann ich mir vorstellen. Jetzt willst du wieder rein in den Stuhl? Machen wir mal einen Kokos-Smoothie. Was ist da gefallen, die Rassel? Da.
Wie, warst du nicht probieren? Nee. Ach nee. Okay. Das ist so fest, das kann man, das schmeckt außerdem nur noch Kokos. Das ist Kokos, das ist besser kostet. Mach mal das Rundi damit. Ja. Achso, warte, ich guck, was es kostet. Achso. 2,95 für 200 Gramm. Das geht doch. So, ich habe hier noch Sesamini. Ich glaube, Sesamriegel hatte ich schon, drin. Ach, die kennen wir doch. Rapunzel? Sind die sind doch nicht neu, ne? Die sind, nö, die machen ja nicht nur neue Sachen immer, ne? Die gibt's doch schon lange. Sind lecker, finde ich auch. Und Sesam ist ja toll, gerade wenn man vegan ist, weil da so viel Kalzium drin ist. Ne, den Sesam? Genau. Lass mich gucken. Rapunzel Sesamini, bio, vegan, glutenfrei. Sesam krokant schnitten, feiner, glutenfreier Snack aus Sesamkörnern. Gesund und knusprig leicht. Das ist toll. Zwischendurch, ich esse das auch gern. Ich glaube, da war schon mal ein Sesamriegel drin von einer anderen Firma. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher. Kann sein. Ja, was? Zutaten? Zutaten. Moment. Sesam, 50% Reisstärke-Sirup, Vollrohrzucker, Rohrzucker. Also mit Zucker. Ja, auf jeden Fall. Für ihn wäre das sowieso nichts, wenn ihr es darüber nachgedacht habt. Das ist viel zu knusprig. Milan, machst du da? Muss nicht die Unkräuter pflücken aus unseren Blumenkästen. Und sind 4 Scheibchen drin, ne? Genau, 4 Scheiben sind drin. Und ich wundere mich jetzt, dass hier Vollrohrzucker und Rohrzucker auch nochmal drin ist. Und soll 59 Cent kosten, ein Päckchen. Ja, ich finde die toll, ich esse die gerne. Die sind ja oft so konventionell, die Sesamriegel mit Honig. Also das ist eine gute vegane Alternative, ne? Das stimmt, die gibt es auch oft mit Honig. Ja, ganz oft ist Honig drin. So, ja, nehmen wir. Gut, ja, nehmen wir. Nee, schicken wir zurück. Das ist nicht für dich, nein. Fallersleber Backwaren war eine Manufaktur. Ich glaube, davon hatte ich schon mal irgendwas anderes. Ich glaube, Lebkuchen oder so. Ja. Fallersleber Backwaren war eine Manufaktur. Denkmalplatz Wolfsburg. Vegane Bio-Mandelscheiben ohne Schokolade. Zuckermarzipan, Rohrzucker, Mandeln, Sojamehl, Bittermandeln, Meersalz. Glutenfrei, vegan, enthält Sojamehl. Mhm, mit Soja, okay. Großer, saftiger Taler aus Marzipan, umhüllt von gerösteten Mandeln. Bio-Feingebäck-Spezialität, getreu dem Motto immer Bio, immer Vollkorn, immer Dinkel und immer lecker. In diesem Sinne entwickelte die FBM, die Fallerslebener Backwarenmanufaktur, die Rezeptur für diese köstliche Mandelscheibe. Diese. Damit ihr Vollwertigkeit genießen könnt. Dabei ist Bio die Basis aller Rohstoffe. Weizen wird nicht verarbeitet. Kostet 2,80 Euro. Das war's für dich, ne? Ja, darf ich die probieren? Nee, das sind wir noch gar nicht. Das kommt als nächstes. Hier, komm, die probiere ich jetzt. Ja, probier mal. Ob die auch so saftig ist. Milan, pack schon mal das nächste aus. Die Frage ist immer, wo kann man das dann kaufen, wenn man es gerne haben will? Naja, ich denke mal, das wird, wenn es Bio ist, halt im Bioladen gehen. Ansonsten gibt es ja halt diese veganen Läden, die wir halt bei uns nicht um die Ecke haben. Und die. Man kann sich das vielleicht auch schicken lassen. Man kann es bestimmt auch irgendwo bestellen über die ganzen veganen Shops. Was macht man mit Backwaren? Wieso nicht? Ja, Backwaren schicken lassen. Die ist jetzt auch geschickt. Also wenn es das jetzt an jeder Ecke gäbe, Moment, es kostet 2,80 Euro. Moment, das glaube ich, die schicke, glaube die Ecke ist zu viel. Ja, das hätte ich nicht geschafft. Das würde ich mir kaufen. Ja. Da sind wir noch gar nicht. Aber Marzipan, das muss man mögen, ne? Lecker. Das ist toll. So viele veganen Kuchen kriegt man ja sonst nicht unterwegs. Ja, stimmt. Mhm. Wenn man nicht gerade in Dortmund wohnt. In Stilshagen. Arbeitet. Ja. Arbeitet, ich wollte es eigentlich sagen, wenn man nicht da vorbeikommt. Oder Woltenhagen halt. So. Ja. Müsste es überall geben? Ach so. Ist ja gut. Stimmt, ja, das. Jetzt kommt das Eis. Natürlich hätte ich nicht testen können. Aber das finde ich sehr spannend. Fruchteis. Also das Englische ist hier. Simply Coconut. Ach, Kokosnusseis. Kokosnusseis, so. Fruchteis, also. 100% natürlich mit
Kokosnuss. Frisch gepresster Kokosnussmilch. Aha. Milchfrei, glutenfrei, no preservatives. Konservierungsstoffe. Ah, Konservierungsstoffe, danke. Kein Cholesterin, keine Transfette. Nein. Wo gibt's das? Shake, Freeze. Das ist ja so ein Luxusteil, ne? Cut, Push. Achso, okay. Zutaten. Komm, gib mir eine. Kannst du eine probieren? Die wolltest du doch, ne? Heiner, was sagst du? Zum Eis meine ich. Ich finde viel interessanter, ob Milan die Fisales mag. Ne? Ja, ist ja gut. Scheint irgendwie zu schmecken. Ich muss sagen, nicht. Das ist überraschend. Ja, hätten wir doch gehen können. Guck dir das an. Hier. Zutaten. Kokosnussmilch. Achso, da sind 8 x 65 ml drin. Zutaten: Kokosnussmilch 80%, Rohrzucker, Maltodextrin, Fructose, Verdickungsmittel. Fructose. Mhm. Also kannst du das ja gar nicht essen. Dann muss ich die leider essen. Tut mir leid. 8 Portionen. Verdickungsmittel: Cognac, Wurzelmehl, Johannesbrotkernmehl, Xanthan. Natürliches Kokosaroma. Salz. Das ist nochmal Kokosaroma drin. Okay. Mhm. Verwendung: Portionen aus dem Karton nehmen, kurz schütteln. Da es ein reines Naturprodukt ist, kann sich sonst die Kokosmilch etwas absetzen und für mindestens 15 Stunden in die Tiefkühltruhe legen. Jetzt kennzeichnete Kante abschneiden, leicht in der Hand anwärmen und herausschieben. Also wie diese Calippo-Eis-Dinger quasi, kann man die essen. Also wenn ihr Calippo liebt, dann liegt dir wahrscheinlich nicht das hier, aber man kann es trotzdem mal testen. Das habe ich auch noch nie gesehen. Es gibt noch kein Calippo-Kokos, glaube ich. Ne? Nee, das gibt es noch nicht. Das ist ja auch viel edler hier drin. Hier soll ich lesen? Ja, lies mal. Vegan, glutenfrei, nicht bio. Nicht bio. Super cremiges Fruchteis mit hohem Gehalt an Vitamin C. Direkt aus der Packung zum Selbsteinfrieren. Einfach praktisch lecker. 100% natürliche Zutaten, keine Farb- und Konservierungsstoffe. Keine Emulgatoren oder andere Zusätze. 87% sind reiner Fruchtsaft, also kein Konzentrat. Und frische Kokosmilch. Hoher Gehalt an natürlichem Vitamin C und 0 Cholesterin. Wenig Zucker und 100% vegan mit cremiger Textur durch die Kokosmilch. Perfekte Abkühlung für heiße Sommertage. Kostet 3,79 für 552 Gramm, also 8 Eise. 8 Eise? 8 Eise. Ja, können wir es natürlich nicht testen. Vielleicht friere ich die auch ein und schneide das hinterher. Ja, ich koche jetzt gerade das Kokoseis. Und das ist richtig geil, finde ich. Also richtig cremig. Und irgendwie wird es nicht richtig fest bei mir, glaube ich. Es ist gar nicht so fest. Steht eigentlich, ne? Mhm. Aber es war jetzt über einen Tag im Kühlfach. Achso, Josef ist auch da. Tag auch. Aber es ist richtig schön cremig auf jeden Fall. Und lecker. Also das würde ich auch in einer Großpackung kaufen. Das wollte ich gerade sagen, ich würde es auch kaufen, definitiv. Ich finde nur die kleinen Packungen irgendwie doof, deswegen. Aber es sieht aus, als wenn es nicht von hier kommt. Also zumindest nichts Deutsches drauf. Stimmt. Aber ich kann hier auch nichts. Es ist auf jeden Fall halal. Was ist das? Halal. Halal? Was heißt Halal? Das ist irgendwas für eine Glaubensrichtung. Halal essen. Okay. Ich weiß nicht genau, bei wem das war. Ich glaube, das ist ohne Milch und so. Produkt auf Indonesia. Aus Indonesien kommt das. Okay. Respekt an die Indonesier. Ja, auf jeden Fall oberlecker. Also würde ich, glaube ich, echt weiterempfehlen. Ich würde mal nur echt größere Packung wünschen, glaube ich. Mit Löffel. Oder mit dem Löffel, genau, so eine. Mhm. Ja. Na okay, zurück zum Unboxing. Jetzt natürlich ganz schön viel Verpackung für wenig Eis. Also ich glaube, ich hätte lieber weniger Eis gehabt, also weniger Stück Eis und dafür größere Packung, weil das einfach weniger Verpackung wäre dann.
Oder sogar einen ganzen Karton, wo man einfach einmal durchrührt. Ist, und dann den ganzen Karton auf einmal auf. Und sich dann halt löffelweise was rausnehmen kann. Oder halt den ganzen Karton auf einmal auf. Wie die das machen würde? Nein. Kennst du. Ja. Oh, eine Schere. Aber ich bin auf jeden Fall sehr... Für kleine Kinder aber nichts. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was wie das schmeckt und so weiter. Ja, ja. Das kriegt man mit einer veganen Box. Würde man sich vielleicht sonst... Würden wir uns das kaufen? Nee. Nee, wahrscheinlich würde ich mir lieber das Eis, ja. Wenn man sich normale Eistüten zum Rausdrücken kauft, die kann man sich doch auch selber anfangen. Fruchteis? Gibt es solche Typen zu kaufen? Aber die, nee, Calippo-mäßig meine ich. Wie Calippo-mäßig? Es gibt doch so Zuckerwassereis zum Auseinfrieren. Aber das ist wahrscheinlich viel cremiger, ne? Das ist auf jeden Fall cremiger. Wir müssen das testen. Ja. Was jedenfalls draufsteht hier, Vitamine. Calcium 0,3%, Eisen 2% des täglichen Bedarfs. Vitamin C 0%. Warum schreiben sie denn drauf? Vitamin A 0%. Hä? Ist wahrscheinlich die falsche Sorte. Wahrscheinlich muss man Fruchteis kaufen und nicht reines Kokoseis. Ach so. Jetzt habe ich mich nämlich gewundert. Vitamin C reich. Da müsst ihr euch eine andere Sorte kaufen. Dachte ich auch gerade. Wahrscheinlich gibt es noch eine Sorte. Stehst du drauf, welche Sorten? Nee, ich stehe nicht drauf. Schade. Aber 0% ist ein Anfang. Milan? Warum bist du denn schon wieder auf dem Tisch? Milan! Hier muss man zum Mittagessen. Ah, hier, guck mal, die Physalis hat sie ihm angetan. So, hat er schon auch gegessen? Ja. Auch gegessen? Ich weiß nicht, die ist weg. So, komm. Das ist noch keine Ahnung. Also, das hier ist für Babys geeignet anscheinend. Ach, jetzt nochmal was. Packs. Die Geschmacksexplosion. Knuspriges Obst und Gemüse. Ach, das sind die Physalis, ne? Genau. Also, Milan steht drauf, wie man sieht, hier. Ja. Also, falls ihr kleine Kinder habt, gebt ihnen Physalis zu essen. Dann sind sie beschäftigt. Beschäftigt. Und haben Vitamin C. Nein, so Eis. Nee, ja, eine reicht. Guck hier sind nochmal Rezepte drin mit dem, für das Kokosmus. Ach, sag mal an, was kann man damit jetzt machen? Ofenratatouille, Tomaten, Tomatenlachen, Tomatenlachen. Kenn ich nicht. Ich auch nicht. Lachen also lachende Tomaten, Gurgut, Joghurt-Gurkendip. Vegan? Naja, gut. Geht. Stimmt. Naturjoghurt. Ja, komisch ist es immer. Auch für Nicht-Veganer. Ich sehe auch gerade hier, als Zutaten sind hier gar nicht die, ist hier gar nicht die Creme dabei, sondern immer nur das Öl. Öl, Öl, Öl. Und hier Kokosblütenvinaigrette. Naja. Es gibt auch das hatten wir schon mal, die Kokosblütenvinaigrette. Ja, die war auch mal drin. Von den Tropen die war lecker, ne? Die war super. Die war toll. Die hat doch nicht lange gehalten. Übrigens, so sieht man dann aus, wenn man die Physalis gegessen hat. Sagt Pex. Doch gut. Stimmung. Also der Gewinner aus dieser Box hier heute. Für Milan sind auf jeden Fall Pex die Physalis. Physalis. Ja. Ja, für mich auch, muss ich sagen. Für dich auch. Ich glaube, für mich auch. Ja, das war das ich zweite. Ich nehme die Mandelschnitte, du. So, wir haben jetzt wieder lauter Sachen zum Probieren. Ja. Auch schön. Die wir sonst niemals kaufen würden. Eine neue Thai-Soße. Ich glaube, die letzte Soße liegt immer noch bei uns im Kühlschrank. Die Barbecue-Soße. Sie ist halb leer schon immerhin, aber... Aber da kochen wir mal ein Gericht raus. Oder wir brauchen lange, bis wir... Hier, wir machen... Ein Gericht? Oh. Weiß nicht, wir machen die Tofu-Spieße mit asiatischer Soße. Okay. Gucken Machst du ein Kochvideo? Sesam-Tofu-Spieße. Mit gekaufter asiatischer Soße. Tolles Kochvideo. Ich komme zum Essen. Zutaten, sie brauchen. Mit pinken Reis dazu. Die fertig eingefrorenen Tofu-Spieße von so und so und die Soße von so und so. Wer macht das so? Mit Kokosreis. Mit pinken Kokosreis, dann guck mal, dann haben wir das alles schon verbraucht. Den Rest ist Milan. Nein, jetzt reicht langsam hier. Guck mal, hier ist noch eine halbe. Ja. So. War wieder nett? Das gibt's doch gar nicht, ey. Von den Physalis kriegen wir wahrscheinlich ja, nichts hat mehr. Wahrscheinlich nicht, nein. Nein. Ich sage, wir packen sie ganz weit nach oben. Ja, hat wieder Spaß gemacht. Ja, finde ich auch. Milan, was sagst du? Milan, finde das ganz lecker. Nein, 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 nein. Ja.
Njam, 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 genau. Und dann, ja, bis zum nächsten Video. Tschüss. Tschüss. Winke. Oder klatschen. Nee. Schwer mit einer Füße alles machen. Stimmt.